Willkommen zum neuen Part, Let's Play, Dillmanns Duettenböcks. Dillmann, hat man? Dillmanns Geekheadböcks, genau. Willkommen zum sechsten, ne, fünften Part, glaube ich, fünften Part. Fünfter? Ne, hat man. So, der dritte kommt noch rein, ja. Vierte ist von der Frau, fünfte, ne, das ist schon der sechste Part, okay. Das ist schon der verdammt normale sechste Part, okay. Das ist gut. Wir sind schnell vorangekommen bei diesem Game. Und sind mittlerweile schon im sechsten Part. So, Schützen, kommen hier immer nach Sonnenuntergang vorbei. Warten wir hier bis zum Abend, ja? Ja. Vielen Dank, Dillon. Dankeschön. Speichervorgang. Speichervorgang, okay, jetzt wurde endlich gespeichert, sehr gut. Übrigens, der Part ist ein bisschen kürzer als Simulator, ja? Also du musst regeln, wenn der Part nicht so lang ist wie der, wie der andere Part wie letztens. Also nicht wundern. Es war holt einfach mal so, wie es ist. So, also gut, Tim Spike, dann lass uns mal ein paar Schützen vorstellen. Oder auch üben, was auch immer. Mal sehen. Sieht aus, als hätten wir hier vier unbeschäftigte Schützen. Alle vier können wir uns aber vermutlich nicht leisten. Leute, sagt mal, woran erkennen denn, wenn wir anheuern sollen? Ach, das sind allesamt gute Leute. Da hat jeder so seine Stärken. Sollte mit ihren Schutzwaffen schon dafür. Schon dafür, dass da draußen bald keine Monster mehr herumlaufen. Also helfen die uns dabei, unser Dorf zu verteidigen? Klingt nach ein paar richtig anständigen Kriegen? Was ist das für ein Wort? Aber ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht, was es für ein Wort ist. Aber gut. Die man an deiner Seite haben sollte. Sekunde mal, ist Dillon Ever auch ein Schütze? Nee, der Bosshard hat auch nur Leiden. Wie krass! Oh, der ist so süß und so knuffig. Ich kann ihn ja knuddeln. Ich kann ihn echt so knuddeln. Der ist so knuffig. Der Maus. Der Maus vom Vater. Der ist so knuffig. Aber es gibt bestimmt noch Mäuse. Und ja, das ist das Kind, glaube ich. Das müsste das Kind sein. Vom Vater. Okay. Ja, ist ja gut. Also die Musik ist auch echt gut bis jetzt. Echt sehr interessant hier bis jetzt das Spiel. Und ich suche es auch eigentlich. Doch, eigentlich schon. Ich suche es schon. Und jetzt ist der Part auch zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Euer Karel und Servus. Wir sehen uns dann beim nächsten. Oder? Komm, noch ein bisschen erkunden können wir uns ja noch hier. Okay. Noch ein bisschen können wir uns ja noch erkunden. Weil das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, noch gar nicht hier, nee. Das habe ich euch tatsächlich noch eigentlich gezeigt. Das Hotel ist echt groß hier. Das ist ein schönes Hotellein hier. Ein Hotellein mit ein paar Gästen und so. Sehr nett gemacht, finde ich. Das wollte ich euch eben zeigen. Dann wisst ihr auch Bescheid, wie es so war und wie es so ist hier. Hier boxen wohl die Leute, okay? Knack. Voll gute Idee. Kann ich mir wickeln. Und du bist ein großes Vieh. Oh, wie knapp, ey. Wie knapp? Fast umgefallen. Hi, ich bin Betty. Okay. Du bist die Betty. Also, was kann ich für dich tun? Soll trainieren. Ja, sehr gut. So, Dankeschön für alles. So, weiter geht's. Gleich beende ich aus dem Park, was gut, Leute. Eben nochmal nach oben hieß übrigens die Bar, die ist auch echt gut gemacht. Auch echt gut gemacht, die finde ich. Hier, ein Dude. Ich kann nicht empfehlen, mit Rose von Dillon zu verbringen. Ja, ich will sogar sagen, aber ich weiß,
dass du das eh nicht tun würdest. Daher, ciao. Naja, tschüss, tschüss. Wie gesagt, ich war gerade schon hier, beziehungsweise ich war schon hier, als das nicht aufgenommen wurde. Wie gesagt, das habe ich nicht online gestellt, dieses Video, als ich hier im Hotel so mich schlau gemacht habe und ja, und was hier so alles geschah. Das habe ich auch alles dann mitbekommen. Aber das muss ich euch nicht erklären, das wird noch im Spiel erklärt. Ich sage einfach jetzt mal, bis zum nächsten Mal. Euer Mario Party 10 Fan, Ablog Fan, Tim K. Hat mir Spaß gemacht heute, die Folge, bis zum nächsten Mal und ciao!